Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Divine Journey zusammen mit der lieben Jenny. Halli und hallo natürlich mit dem lieben Silence. Hallöchen. Ja, wir haben ja letztes Mal scheinbar das relativ gut hingekriegt, also am Samstag, das rauszukarten. Dementsprechend haben wir jetzt auch keine Barriere mehr zwischen uns und es ist nicht mehr ganz so warm hier in der Bude. Aber davon abgesehen, viel Spaß bei der Arbeit. Danke. Mein Kaffee ist heiß. Ja. Also, wir haben jetzt noch ein, zwei Sachen, die wir machen wollen heute. Und zwar wollen wir einmal den Big Reactor automatisieren. Wir wollen den Big Reactor vergrößern. Und wir wollen einen RF-Tool Builder machen. Ja. Ich glaube, das war's soweit, oder? Ja. Genau. Die 42 haben wir sogar auch schon. Aber ich markiere die Nummer noch nicht, da du noch nicht da bist. Genau, ich werde glaube ich erstmal mit dem Big Reactor anfangen, oder? Das ist erstmal sinnvoller. Rein theoretisch wäre das sinnvoll. Ja, gut. Das heißt, wir brauchen wieder jede Menge Graphit und Dark Steel. Wie viel Dark Steel haben wir denn noch? Hier sind noch 64. Und hier sind noch 62. Ja. Gut, ich werde doch erstmal mit den Dimension Builder anfangen, dass wir Erze kriegen. Das ist, glaube ich, erstmal wichtiger. Dann nehme ich hiervon nochmal ein bisschen was. Und das können wir nämlich mit Rich Slack zu 3 Eisen machen. Und die 3 Eisen können wir mit Cinnabar zu 3 Eisen und Ferrous machen. Genau. Oder ich glaube im QED war das auch zu 3 Eisen. Das heißt, wir brauchen Cinnabar. Ich hoffe, wir haben da noch was von. Und du musst nicht so ruhig sein. Achso, ich. Ja, es liegt eher daran, dass ich gerade mitzähle. Achso. Ich will, also, die Leute, die halt gerade reinschauen, ich will, wissen, wie tief ich mache, weil hier mache ich einen Keller für den Reaktor. Also das ist ein Reaktorkeller. Das soll der Maschinenraum sein. Dann hier unten Reaktorraum, wo wir die Stromquelle machen. Sozusagen. Ja, so deswegen, eine Art. Ja, so eine Art. Deswegen will ich halt hier erstmal einen Keller machen. Und ich muss es so tief machen, dass der größte Reaktor rein kann. Das heißt, der größte Reaktor ist 7x7, hast du gesagt? Den wir nehmen wollen aktuell. Ja, aber den größten, den du machen kannst. Den größten, den du machen kannst? Ja. 32 mal 32 mal 28 oder sowas. Danke. Was? Hm? Habe ich dir gerade deine ganzen Hoffnungen genommen? Nein, danke für die Information. Achso. Also, Blitzpowder kriegen wir, indem wir über Snowball Redstone packen. Boah, das wird nervig. Ich werde das einfach mit Kohle im QED machen. Auch wenn das andere sinnvoller wäre, aber da bräuchten wir meine Automatisierung von Gelid Cryotium. Theoretisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du kannst mir einen Gefallen tun. Kommt nee, drauf an. Nein, hat sich erledigt. Alles gut. Hat sich gerade spontan erledigt. Genau, dann kriege ich jetzt hier nämlich das raus. Dann brauche ich den Builder. Ich will jetzt schon nicht mehr. Der braucht eine Vibrant Capacitor Bank. Wir haben nicht mal einen irgendwann mal gebaut. Oder? Ne, sieht nicht danach aus. So. Ach du. Ich glaube, du bist gerade überfordert. Ja. Mist. Wir brauchen jede Menge Alemite. Wir brauchen jede Menge Rupee. Wir brauchen. Du Schande. Du bist jede eine Menge Schande. Von denen. Ich bin gerade echt am überlegen, ob wir das machen sollen oder lieber lassen sollen. Wovon auch immer du redest.
Von dem Zeug, was ich hier gerade craften muss, alles. Weil das ist minimal kompliziert. So. Dann brauche ich noch Dark Steel. Ich kann das ganze Planetistics-Zeug mal wegpacken. Weißt du was? Wir machen es jetzt mal so. Immer wenn du irgendwas wegräumst, pack es einfach ins ME-System rein. Jetzt im E-System? Ja. Haben wir denn eins jetzt? Ja. Cool. Deswegen ja. Dass wir halt so langsam quasi die Sachen, die wir brauchen, sage ich jetzt mal, da reinkriegen. So. Ich würde mal ich Ups sagen. Ich muss einmal das, einmal das, einmal das. Und ein Schwert war das wahrscheinlich noch, oder? Nee, eine Hau. Okay. Dann brauche ich das gleiche nochmal hiermit. So. Eine Schickex. Was auch immer das sein soll. Schickex? Keine Ahnung. Gut, dann habe ich das beides schon mal. Dann. Übrigens, ich habe Obst gesagt. Ich will nicht mehr. Okay. Dann hör nicht zu. Dann Lead, Gold, Kupfer, Ferrus, jede Menge Spirit Bricks, das Zeug, Invar, Elektrum. Das Aluminium. Ist so typisch, Kerl. Was denn? Ich hab dir was gesagt und du ignorierst mich. Und, naja, wobei, du musst ja gleich dann rauscutten. Also schrei ruhig weiter. Ich kann so viel schreien, wie ich will. Ich weiß. Was ist denn? Ich habe gesagt, ich habe Ups gemacht. Was hast du denn gemacht? Guck mal unten rein, ich bin in einer der, einer der Tunnel gelandet. Ist doch egal. Weniger zu buddeln. Wie tief willst du den bauen? Ich bin hier schon im Tunnel gelandet, hier. Ich wollte eigentlich genau hier die Ebene machen. Ach so. Aber jetzt ist es hier im Tunnel, also. Ja gut, weniger Arbeit. Wollte ich gerade sagen. Das Einzige ist halt nur, du musst immer im Hinterkopf behalten, wir müssen auch den kompletten Weg dann runterbuddeln. Hm? Also Kabel legen und so weiter. Das ist mir schon klar. Okay, ich meinte nur, was wollte ich jetzt machen? Ja, Glas. Haben wir immer noch Glas über? Natürlich nicht. Haben wir hier noch Glas? Ja, ein bisschen. Was haben wir hier noch drin? Zero Bricks. Gut. Also ich crafte jetzt mittlerweile mit dem E-System. Ja, okay. Fortschritt. Also, davon brauche ich 4 Stück. Oder auch nicht. Haben wir noch einen Maschinenframe vielleicht über? Power Dispenser, Dropper. Crafter Tier 3. Ne. Apropos, ich kann mal gucken, ob wir wieder Quests abgeschlossen haben. Na, stimmt. 3 Stück. Unter Gadgets. Wow. Welche denn? Healing Eggs, Builder Spawn und Unstable Ingots. Achso. This might help. Blast Protection 4. Und eine Trashcan namens Food. Hey. Wir sollten uns mal Gedanken machen. Und wir sollten mal ein ME-System haben. Das ist wahrscheinlich, dass wir es haben müssten. Ja, das Problem ist nur, hier wird erst ein paar Sachen drin und wir haben schon 43 von 630 Slots belegt. Okay. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin viel zu leise in der Aufnahme. Ach, egal, ich kann den hochschrauben. Mach dir mal keine Sorgen. Ich weiß. So, 3 von denen. Und jetzt habe ich kein Eisen mehr. Also wenn ich Eisen finde, werde ich es auch gleich abbauen und gleich hochbringen. Es muss nur verarbeitet werden. Also wir haben noch 64 mal 2 oder mal 3 Eisen, je nachdem wie wir es verarbeiten. Dann die
Eisenplatten. Mist. Gut, ich muss das Eisen so verarbeiten, sonst kommen wir nicht voran. Also nur verdoppeln. Weil das dauert sonst einfach alles zu lange. Ja, dann mach es einfach. Also, hier würde ich theoretisch 4 bei rumbekommen. Oder wenn ich Rich Slack damit reinpacke. Okay, dann werde ich das erst so durchbraten. Und dann werde ich es pulverisieren. Dann habe ich wenigstens noch Chance auf Ingwer. Und ach ja, wir wollen jetzt quasi immer 45 Minuten am Stück aufnehmen, also für eine Woche. Und werden dann im Nachhinein quasi gucken, wie wir das alles handhaben. Yep. So, Eisen, Pulverizer. Dann kommst du jetzt einfach hier durch. Ich hoffe, ich kriege jetzt kein Eisen raus. Ne, Eisenerz. Hauptsache, der Alloy Smelter ist um einiges schneller als die anderen Maschinen. Gut, ist aber auch irgendwie logisch. Da wir da ein Octatic Upgrade drin haben, also das höchste, was man haben kann. So, aha. Das heißt, ich habe jetzt 4, nochmal 4. Hat man noch nicht alle. Ich brauche 12 Stück. Dann kann ich jetzt eins von denen bauen. Warum nur eins? So. Es wird echt Zeit, dass wir Autocrafting haben. Echt? Ach, guck, hier habe ich Platz. Aber ich glaube, sobald man Autocrafting hat, hat man einiges weniger an Arbeit. Nerv. Nerv, nerv. Wie gesagt, ist deine Arbeit, wenn du so laut redest. Ja, soll ich jetzt ganz minimal reden und sagen, ich bin ganz leise und flüstere ins Mikrofon. Wie gesagt, wenn du das versuchst, bist du halt nicht nur noch lauter. Das habe ich dir schon mal gesagt. Weiß. Ja, jetzt brauche ich auch noch wieder Plastik. Und wir haben natürlich kein Plastik mehr. Und auch kein Gummi mehr. Ja, das ist Sugar. Shape Card. Wir haben uns jede Menge Arbeit gerade gespart. Ist das gut oder schlecht? Das ist sehr gut. Ah. Weil wir brauchen nämlich für die Query Card brauchen wir eine Shape Card und die haben wir sogar schon. Okay, super. Ah, hier ist noch Plastik. So, dann. Ja, Motorrad, fahr vorbei. Brauchen wir noch 3 von denen. Dann brauchen wir noch diesen Quatsch. Die Kiste ist nicht mal annähernd voll. Was braucht man dafür? Electrical Steel, Stained Glass und die Slime Balls. Meine Kiste macht Dehnübungen für sich selbst. Du mich ja auch. Das. Ich mach Partyteil. Haben wir irgendwo noch Slime Balls? Yep. Hier sind 4 drinne, die reichen aber nicht. Wie viel brauchst du denn? 20. Haben wir locker. Allein ich habe noch 5 einstecken. Aber wo sind denn die? In meinem Inventar. Wow. Da bringen sie mir nichts. Ja, warte, ich brauche. Ah, hier. Ich hab. Hast du? Ja, ich habe einen Stack fast. Ja, passt. Wir hatten noch, von den Bäumen hatten wir noch was. Mhm. Müssen wir eigentlich nicht für irgendeine Quest Monster töten?
Ich habe keine Ahnung. Genau, hier. 50 Creeper, 100 Skeleton und 100 Monster-Zombies. Ja gut, könnten wir uns eigentlich irgendwann mal hinstellen, die Monster-Farm umstellen und einfach die ganze Zeit nur drauf klatschen. Genau, klatschen. Einfach die ganze Zeit klatschen. Unser neues Hobby. Klatschen.